Aloha Krakatoa, meine sadistischen Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Outlast, dem Spiel, was ich mittlerweile über alles hasse. Ich weiß auch gar nicht, wie wir den zweiten Teil packen sollen. Habt ihr euch mal den Trailer davon angeguckt? Das ist abgefahren. Ich hab Angst! Jo, kommt uns der Dude jetzt schon entgegen? Ja. Lauf, lauf, lauf. Wir verstecken uns jetzt einfach hier. Ah! Ich habe nämlich keine Lust, in diese andere Tür da reinzurennen. Und ich hoffe, er kommt doch gar nicht so weit hierher. Aber ohne Spaß, habt ihr euch mal den zweiten Teil angeguckt? Wie soll ich denn das überleben? Mittlerweile denke ich mir so, oh fuck it, warum habe ich überhaupt jetzt hier gesagt, so, wenn ich das mache, sterbe ich doch. Okay, ja, der Dude ist hier irgendwo, aber ich sehe ihn nicht. Oder schnüffeln wir hier so komisch? Alter, richtig Angst gerade. Mann. Dieses beschissene. Okay, lol, er ist hier gerade dran vorbeigelaufen. Ich bilde mir jetzt ein, dass wir hier ganz vorsichtig irgendwie langschleichen können. Okay, cool, ja, ist jetzt eh eine andere Richtung. Mein Gott, warum dreht sich das Rad? Nice. Okay. Ist hier noch irgendwas passiert? Nee, ne? So. Oh, gar keinen Bock, jetzt hier irgendwie überrascht zu werden. Okay, cool, wir kommen gleich zu dem Dude. Und dann können wir mit dem quatschen. Irgendwie, hoffentlich. Jopp! Versagt. Und nochmal, weil es so viel Spaß macht. Diesmal mit Anlauf. Juhu! Alter, haben wir es geschafft? Ja. Folge der Blutspur. Das hört sich ja mal wieder richtig cool an. Nicht. Oh, das ist zum Kotzen. Was ist das? Eine Kamera? Kann ich die nicht nehmen? Kann ich die filmen? Habe ich gefilmt? Nee, das filme ich jetzt auch. Blut! Okay, 4 von 5 Batterien sieht gar nicht mal. Oh, hier ist die Blutspur. Oh, das gefällt mir gar nicht. Lass mich raten, hier komme ich nicht durch. Wetten, da laufe ich gleich rum. Wetten, wir werden eh gleich verfolgt. Angeschrien, angesprungen. Da hinten will ich gar nicht lang. Okay, cool. Ah, jetzt sind wir hier oben. Ich erinnere mich. Warum muss der Dude denn da unten langlaufen, während wir hier oben lang wollen? Bitte guck nicht hier hoch. Oh mein Gott. Ha! Jetzt soll ich darüber springen, oder was? Stell dir mal vor, ich wäre abgerutscht! Okay. Cool. Okay, wir speichern hier. Das bedeutet, wir sind nicht alleine. Bin auch fast gar nicht paranoid! Auf, hier rumzuschreien! Wow! Da ist er! Da ist er! Der Wallrider! Versteck mich jetzt, um die Lage zu checken. Ich hasse dieses Spiel. Alter, ich krieg voll Gänsehaut. Wir haben den Wallrider gesehen. Ich will da wieder hoch. Ich habe mir den Schlüssel so schön erkämpft und jetzt falle ich hier runter. Was soll denn das? Kann ich hier nicht irgendwie hochklettern? Ja. Er? Ja, doch, er. Oh, wie komme ich denn hier wieder hoch? Alter.
Ja, toll. Wo bin ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was soll der Scheiß? Oh nein, das ist die Tür hier. Na toll, jetzt bin ich in diesem Raum hier. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Wie komme ich hier raus? Können wir das mal wer erklären? Ja, nice! Okay, gut. Okay. Das war doch der Raum, in dem ich hier gerade rumgelaufen bin, oder nicht? Dann hier so schön runtergeflaxt bin. Oder bin ich jetzt woanders wieder hoch? Oh, das verwirrt mich. Ich habe auch keine Ahnung. Sind hier irgendwo Blutspuren? Blutspuren irgendwo? Wo muss ich lang? Toll. Gleich kommt ein Jumpscare. Doch nicht. Hä? Oh, Batterie. Cool. Neues. Hä? Strange. Jetzt, wenn ich zurückkomme, kommt ein Jumpscare. Oh mein Gott. Doch nicht. Ah, hier bin ich eben runtergeflatscht. Von da hinten bin ich gekommen. Da muss ich wohl hier lang. Mensch, da ist ja auch eine Blutspur. Kommt jetzt ein Jumpscare. Doch nicht. Oh, das ist so ein schönes Gefühl. Alter, schon wieder eine Batterie leer? Ich fass es nicht. Deswegen findet man hier auch so viele. Das sieht nach Blut aus. Oh, ein Dokument. Ja, sollten wir jetzt erstmal lesen. Nee, das ist es nicht. Notizen? Doch, hier. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Und niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Oh, das war die, die wir, glaube ich, von Anfang an gelesen haben, ne? Der Informant oder das hier, was da leuchtet? Warte! Nein! Komisches Geräusch! Das ist gruselig! Notizen, nein, ist das, was wir hatten? Ja, das hier unten. Okay, das andere kannten wir bereits schon. Egal, haben wir es nochmal gelesen. Brennt sich besser fest, so. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik von 1952 bis 1964. Alter, heftig, 12 Jahre. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir muss er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich jetzt in besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Alter, voll krank. Okay, da habe ich die gefunden. Okay. Ich hasse es, im Dunkeln zu stehen in diesem Spiel. Es macht mir immer Angst. Ich habe immer Angst, überrascht zu werden. Oder wenn ich die Kamera anmache, dann passiert was. Okay, da kann man nichts tun. Das finde ich gruselig. Das ist nie gut. Alter!
Ach nee, hier bin ich hergekommen. Oh, ist das blöd. Ich will dem Viech nicht hinterher. Sind hier die Blutspuren? Ich sehe keine Blutspuren. Cool. Nehme ich. Warum sind hier kaputte Dingens? Hoffentlich laufe ich hier in eine Sackgasse. Okay. Okay. Ich laufe wieder zurück. Von hier bin ich gekommen. Ich möchte mir das Ganze mal von einer anderen Richtung angucken. Okay, hier ist ein Pfeil. Das ist gar nicht mal so gut. Ja, das hier ist die andere Richtung. Oh, da stehen Kerzen. Wie einladend. Kann ich hier nicht noch in einen anderen Raum rein? Noch einladender. Ich will mich hier nicht hinlegen. Oh. Oh. Ich hab das Geräusch.